Hallo und willkommen zu Nebenquest 19 zu unserem Kurzguide Eine Peitsche für Profis. Diese schaltet ihr frei nach dem Erhalt der grünen Kugel von Königin Marina Nautica und wenn ihr zur Akademie kommt, zu Zazi im Schulhof. Für sie sollt ihr eine Königinnenpeitsche mit einer Qualität von mindestens plus 1 herstellen. Dazu erhalten wir auch gleich das passende Anleitungsbuch. Und wir gehen dafür jetzt zum Lagerfeuer im äußeren Gebiet vor der Akademie. So, jetzt befinden wir uns am Lagerfeuer, wo natürlich auch unsere Schmiede steht, und wollen diese Peitsche herstellen. Eine kurze Anmerkung noch. Sollten euch Spiegelsteine fehlen, die Reagenz, um diese Peitsche craften zu können, findet ihr diese hier direkt in dem Umfeld des Feuers, sodass ihr auch direkt loslegen könnt. Die finden wir jetzt natürlich unter Waffen und Peitschen. Da ist sie, die Königinnenpeitsche. Und dann versuchen wir unser Glück. Oh, plus 2 sogar. Wunderbar. Damit haben wir das Ziel erfüllt. Wir haben die Peitsche plus 2 und wir gehen zurück zur Questgeberin. Wir sind zurück bei unserer Auftraggeberin und geben ihr die geforderte Peitsche. Und bekommen dazu als Belohnung 3 Mini-Medaillen. Und damit wäre auch Nebenmission 19 in Dragon Quest 11 abgeschlossen.